Hi, hier ist Toni von Game of Flows. Willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zurück zur Better Fishing Box aus dem Monat März. Da ist das gute Stück. Wir haben wieder die kleine, feine Box erwischt heute. Und ja, ich bin mal gespannt, womit uns Better Fishing den fast bevorstehenden Saisonstart versüßen möchte oder aber die Schonzeit überbrücken möchte, die hier nun bei den meisten herrschen dürfte, außer die eine oder andere Ausnahme. Und ja, dann schauen wir uns mal den Inhalt dieser Box an. Sieht auf jeden Fall erstmal interessant aus, muss ich sagen. Da haben wir zuallererst von DAG oder Dark Fishing Gear ein paar kleine Cheburashkas. Da sehen wir sie einmal. Schöne kleine feine Auswahl. Ich denke mal, wir bewegen uns hier bis maximal 5 Gramm. Ne, sogar noch weniger. Der große hat 3 Gramm, 2,5. Was haben wir hier noch? 1,5. Also ziemlich cool. Sehr cool. Was Kleines, Feines für die UL-Angelei. Finde ich sehr, 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 sehr interessant. So, dann machen wir direkt weiter mit ein paar wahrscheinlich passenden Trailern von FishUp. Ein Better Fishing Mix-Paket, Dragonfly, also. Die Bellenlarven, da sind sie einmal in verschiedenen Größen. Ah, ich muss sie rausholen, verdammt. Jetzt kurz nach 7 und dann sowas gleich in die Nase. Yes, es läuft. So, widerspenstig das Tütchen. Obwohl, dieses Mal geht es tatsächlich, muss ich sagen. Da haben wir mal zwei größere. Eine ja, grünliche mit schwarzen Flakes innen drin. Finde ich sehr cool. Gerade jetzt, wenn es langsam in die Richtung geht, dass die Forellengewässer wieder aufgehen und befischt werden dürfen. Das ist bei uns Mitte April der Fall hier bei mir im Verein. Sind diese Köder auf jeden Fall extrem gut geeignet für Barsche, Döbel, Forellen und alles andere. Und dann noch ein paar kleinere mit dabei. Und das sieht jetzt mal hier so drauf. Ich hoffe, dass die nicht rausfallen. Da seht ihr sie einmal. Schönes Farbmixpaket, finde ich ganz cool, muss ich sagen. Und wie gesagt, gerade jetzt für diese Jahreszeit absolut eine Waffe, wenn es ums Angeln auf Forellen und Co. geht. Sehr schön. Dann haben wir dazu noch ein paar passende Haken, wie es ausschaut, von Gursa. Hakengröße 6, 5 Stück sind drin, sind etwas langschenkliger und haben kleine Widerhaken hier oben am Hakenschenkel drauf. Haben auch die Öse im richtigen Winkel, das heißt, man kann die wunderbar ins Cheburashka basteln und dann, ja, schön leicht mit den kleinen Creatures hier auf irgendwas losgehen, auf was man gerade Bock hat. Sehr cool, gefällt mir sehr gut. Sehr gute Haken, muss ich auch sagen. Ich habe die schon mal im Einsatz, andere von der Firma, aber die sind wirklich extrem gut. Dann ein bisschen was zu naschen. Der Trolley World Beer. Der Bär von Welt. Sehr schön. Und ein bisschen Fluo oder was haben wir hier? Fluo? Nee, Fluo ist es nicht. Von VMC. 10 Meter. 5 Kilo Tragkraft. Black Flex Thermosoluble. Ach, das ist dieses thermal verschweißbare Zeug. Das finde ich cool. Wenn es hier mal schnell gehen muss. Ich hoffe, man kann das jetzt hier mal so ein bisschen rausholen, ohne dass ich alles aufreißen muss. Wo ist der Anfang? Da. Na. Man sieht es natürlich nicht. Das ist dieses 7x7 Stahlvorfach, aber es hat eine Ummantelung, die man mit dem Feuerzeug verschweißen kann. Das heißt, man muss nicht zwingend eine Quetschhülse benutzen, wenn man jetzt schnell am Wasser ist und schnell ein Stahlvorfach machen möchte oder muss. Oder eine kleine Spitze zumindest, um ein bisschen hechtsicherer zu fischen. Dann nimmt man einfach ein Feuerzeug, verdreht das, verschweißt das und dann ist das Ganze damit wunderbar. Hoppala. Und dann ist das Ganze damit wunderbar abgesichert. So rum. Da könnt ihr es nochmal lesen. 10 Meter, 5 Kilo Tragkraft und die Referenznummer ist 718, was auch immer das heißt. Cool, finde ich geil. Eine sehr geile Idee, wenn es echt mal schnell gehen muss.
Es gibt ja Leute, die schwören dann eher auf Titan oder irgendwas anderes, aber ist auch auf jeden Fall eine ziemlich coole Geschichte. Wir haben noch ein paar kleine Creature Baits von Fox Rage dabei, den Swing Ball in 7 cm oder 2,75 Inch, 8 Stück, die Farbe ist Golden Glitter. Do not mix with other soft baits. Also wahrscheinlich eine weiche, also eine Gummimischung, die unten aufmachen, ne? Okay. Wieder so ein bisschen flexibler ist anscheinend. Und store in bag. Das mache ich sowieso meistens. Soll man also im Idealfall einfach in der Verpackung lassen und dann riecht etwas eigenartig, aber sehr geil. Da seht ihr sie einmal. Viele kleine Silikonfransen dran, die auch wahrscheinlich sehr viele Mikrovibrationen erzeugen unter Wasser. Dann haben wir hier unten noch diese kleine Kugel, die dann vielleicht sogar mit Luft gefüllt ist und einfach ein bisschen aufsteht. Und ja, das ist dieses ultraflexible Material. Ihr seht es, kennt man schon von Molex und diversen anderen Köderherstellern, die diese Gummimischung benutzen oder Mobi Softbaits zum Beispiel. Die sind dafür sehr bekannt. Sehr, sehr, sehr flexibel. Dadurch auch sehr, sehr haltbar, muss man sagen. Und halten den einen oder anderen ein bisschen mehr aus als jetzt so ein Standardgummi von manchen anderen Herstellern. Und das ist auf jeden Fall eine sehr geile Geschichte. Dann haben wir einen Jigspinner. Der kommt von Select, hat 12 Gramm. Tailspinner nennt er sich, mit 3D Eis. Kugelgelagerter Wirbel, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Und Farbe ist Fire Tiger, sage ich jetzt einfach mal. Steht zwar nicht explizit drauf, aber bei der Optik kommt man nicht drum rum, dass es nicht doch ein Fire Tiger ist. Erinnert natürlich extrem an Ilex, muss ich sagen. Und ja, mal schauen, wie der sich macht, wie der sich verhält. Ah, hier sieht man natürlich schon eine kleine Problematik, die entstehen kann beim Auswerfen gegen Wind vielleicht, dass sich einfach der Drilling im Wirbel verhängt. Da wäre es vielleicht ganz cool gewesen, wenn man hier einfach nochmal so einen kleinen Gummischlauch draufgezogen hätte. Hinten auf den Wirbel hätte vielleicht 2 Cent mehr gekostet in der Herstellung, aber ich glaube, das Ganze hätte dann ja dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Stabilität verliehen und hätte verhindert, dass sich Spinnerblatt und Drilling hier so ein bisschen verhaken können. Da seht ihr das nämlich schon mal. Das ist relativ easy passiert. Und das ist natürlich für den Lauf von so einem Köder ja tödlich, weil er funktioniert dann einfach nicht mehr. So, dann haben wir einen Hardbait und zwar von der Firma Zeck, der Hitch 75. Und das bedeutet, Lauftiefe haben wir hier mit 1 bis 2 Meter angegeben. 11 Gramm, 7,5 Zentimeter sind das dann natürlich. Und die Farbe ist nicht Fire Tiger, sondern ja, Gecko. Gecko, sehr cool. Was mir gefällt auf den ersten Blick ist halt dieses Schuppenmuster da oben, was schön lackiert worden ist. Schöne Tauchschaufel, recht flach, aber sehr groß. Das verleiht ihm vielleicht auch noch einen etwas stabileren Lauf. Keine Ahnung, müsste man mal ausprobieren. Aber was ich cool finde, er ist silent und es ist ein Suspender. Das kann manchmal wirklich einen Unterschied machen, wenn man einen Spinstop hat und der Köder einfach im Wasser steht, in der Wassersäule und nicht hochgeht oder runtergeht. Und ja, im nächsten Moment knallen die Viecher dann einfach drauf und schnappen sich die Beute. Und finde ich gut. Finde ich gut. Und das finde ich auch richtig gut hier, muss ich sagen. Jawohl. Ein Mehrforellenblinker von Westin, der Salty. Das heißt aber nicht, dass man den nicht einfach auch in normalen Gewässern fischen kann. Das ist ein richtig geiler Köder. Weitwurfwunder, würde ich jetzt mal sagen. Da sieht man es einmal. Ich hole den aber gleich nochmal raus. Er hat 10 Gramm und die Farbe ist Black Headlight, 5 cm. Das müssen wir uns mal genauer anschauen. Na, kommst du raus jetzt hier. So. Schöner Einzelhaken. Großer Einzelhaken auch. Ein sehr, sehr starker Einzelhaken, würde ich sagen. Und geiles Teil. Gefällt mir richtig gut. Hier hat man noch so ein bisschen Holo-Effekt im silbernen Bereich. Und die Dinger fliegen wirklich unendlich weit. Scharfer Haken. Upsala. So, da sieht man auch mal den Haken. Da schön groß, scharf. Und da freue ich mich drauf. Funktioniert nämlich auch sehr gut auf
Seeforellen haben wir bei uns in Hannover einen Vereinssee. Da sind Seeforellen besetzt und die stehen oft relativ weit draußen. Das heißt, hier kann man wunderbar vom Ufer diese Stellen erreichen und dann einfach mal versuchen, damit eine Seeforelle zu fangen. Finde ich gut. Gefällt mir sehr. Ködertechnisch war es das. Dann haben wir einen Aufkleber mit Riddisch. War das von Viktor? Hat der das immer gemacht in seinen Videos? Ich weiß das gar nicht mehr. Flyrus. Auch ein sehr cooler YouTube-Kanal, wie ich finde. Gucke ich mir ganz gerne zwischendurch mal an, wenn es ums Fliegenfischen geht. Und habe da auch schon den einen oder anderen Tipp mit rausgezogen für mich, für meine dilettantischen Fliegenfischerkenntnisse. Und den Flyer natürlich. Wir haben heute einen Inhaltswert von ca. 57 Euro. Der Hitch, Select Tail Spinner Turbo, Fox Rage Swingball, Fischablarven, Gursa-Stand, Blackflex, siebenädriges Nylon ummanteltes Steifvorfach zum selber Schweißen. Genau, das ist das, was ich meinte. Was auf den ersten Blick ein normales Steifvorfach zu sein scheint, ist auf den zweiten Blick noch wesentlich praktischer. Neben der Möglichkeit, es zu quetschen, kann es natürlich in Sekundenschnelle mit einem Feuerzeug verschweißt werden. Dazu fädelt man einfach einen Snap oder Köder auf, legt eine Schlaufe, dreht das Ende einige Male ein und erhitzt es ganz kurz mit einem Feuerzeug. Okay, scheint unglaublich, aber die Verbindung hält bombenfest. Genau richtig zum Basteln in der Schonzeit oder auch, oder um am Wasser flexibel zu sein. Ja, finde ich gut. Da ist mal der Flyer. Ja, also insgesamt eine stabile Box, muss ich sagen. Das ist jetzt natürlich inhaltstechnisch, mengentechnisch. Gab schon vollere Boxen, aber dafür waren die mir dann meistens viel zu sehr durchmischt, was das Köder-Spektrum angeht. Und da finde ich das jetzt hier auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Was ich mir jetzt noch wünschen würde, wäre echt mal noch das ein oder andere mehr von Camo Tackle. Wir haben ja letzten Monat dieses Mix-Paket drin gehabt. Das fand ich schon richtig geil von Reins. Und da wünsche ich mir noch mal ein bisschen mehr, dass da noch mal ein bisschen mehr Einzug hält in die Boxen. Ich weiß, es ist wahrscheinlich schwierig umzusetzen, da genug Köder an Land zu bekommen, aber ja, da muss mal ein bisschen was kommen. Da muss echt mal ein bisschen was kommen, finde ich. Und ansonsten gibt es jetzt hier auch wirklich nichts zu meckern. Das sind gute Köder, passend zur Jahreszeit vor allem. Das finde ich sehr interessant. Ich packe das einfach gleich wieder ein. Und ja, insgesamt finde ich es absolut in Ordnung. Kann man echt so machen und dann würde ich sagen, sind wir erstmal durch mit dieser Box für diesen Monat und dann sehen wir uns zur nächsten Better Fishing nächsten Monat oder die UL-Box, die steht ja auch noch an. Und ja, dann wünsche ich erstmal einen schönen Tag. Bis dahin, macht's gut, euer Toni.